Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Zuflucht? Treten wir auf. Oh, und er erwartet mich. Gott sei Dank gibt es hier kein Friendly Fire. Da wäre Elena mir gerade so vor die Kugeln gerannt. Ja, mal zum Zeigen, ich kann auch. Das Fadenkreuz wird ausgegraut, wenn man auch Verbündete, also Sully oder Elena, zielt. Das war ganz cool. Also, da habe ich schon Spiele gehabt, da habe ich. Oh, ein neues Spielzeug. Da habe ich gerade eine perfekte Schussposition gehabt und dann läuft mir ein Kumpel da vor die Knarre und damit war die ganze Sache erledigt. Also im Spiel. Mir ist noch nie jemand, ein richtiger Kumpel, vor eine Knarre gelaufen. Ich habe noch nie eine echte Knarre in der Hand gehabt. Ich bin auch kein Fan von Waffen. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber so ein bisschen Geballer in Spielen ist schon vollkommen in Ordnung. Das nächste Tor rausgekickt. Ah, hier hoch. Ich trinke nochmal einen Schluck, wenn ich die Flasche aufkriege, einhändig. Rennen Sie nicht so. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand? Halt! Glaubst du etwa? Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus wie der arme Kerl da. Okay. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass sie sich bei der Synchro offensichtlich nicht so richtig einig werden konnten, ob sie sie jetzt Elena oder Elena nennen. Hier konnten sie sich auch nicht drauf einigen, also im ganzen Spielverlauf nicht, ob Nate Elena jetzt duzt oder siezt, weil vor wenigen Minuten hat er zu ihr gesagt, rennen Sie nicht so. Und jetzt gerade hat er gesagt, hörst du das? Also da sind sie sich nicht ganz einig. Aber es stört überhaupt gar nicht. Ich bin mit der Synchro total zufrieden. Wie gesagt, einer der besten Synchronisationsarbeiten für Computerspiele, die ich bis jetzt erlebt habe. Ich renne natürlich wieder blind da in die Gegner rein. Ich glaube, das hatten wir im Zuge eines anderen Let's Plays schon mal erwähnt. Ich bin eher so, wenn es um Ballerspiele geht, bin ich eher so der Rambo-Typ. Also ich gehe nicht allzu oft in Deckung. Und André, wenn wir irgendwas im... Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Häscher hier beim Tor sind. Wenn wir irgendwas im Splitscreen oder so spielen, dann ist André eher der Ruhige, der Bedachte. Ich nenne ihn immer meinen Sanitäter, weil er nämlich immer, wenn ich vorpresche und 100 Leute gekillt habe, sterbe ich. Und dann, während er vielleicht 2 oder so tötet. Und er muss dann immer kommen und mich retten. Aber dafür habe ich die ganzen Gegner aus dem Weg geräumt. Und ich habe jetzt die 9 Milli... Nee, wer ist die? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach doch, kann ich ja ganz leicht nachvollziehen, indem ich zurückgehe und die Waffen wieder wechsle. So, zwei her. Die 9,2 FS, 9 mm. Das ist meine Lieblingsknarre in dem Spiel.
Mit der schieße ich besonders gern. So. 68 Schuss hier, 38. Ich habe Bock auf das M4. Jetzt wechsle ich aber doch kurz nochmal zur Desert Eagle. Nein, mache ich nicht. Ich komme nämlich gleich nicht wieder zurück. Desert Eagle ist auch nicht schlecht. Die hat einen ordentlichen Bums. Einen Schuss, einen Toter meistens. Aber die 9,2 FS 9mm finde ich am coolsten. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lasst sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich traue diesen Typen nicht. Okay. Der Alte. Wir sprechen ja nicht über Sully. Flegel. Ich sehe sie. Oh, ich dachte, ich wäre ein Kopfschuss. Diese Knarre finde ich auch vom Sound ganz cool. Und auf das M4, da stehe ich auch total drauf. Finde ich auch vom Sound ganz geil, wie die 9,2 FS 9mm oder wie sie auch immer heißen mag. Ich nenne sie liebevoll 9i. Okay. Wait, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Ja, finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Kann ich nachvollziehen, dass ihr ein mulmiges Gefühl habt. Das ist nämlich ein dreckiger Hinterhalt hier. Den pusten wir weg. Das wusste ich noch, dass von da einer kommt. Da habe ich was gesehen. Und die Granate kannst du behalten, du Arschloch. Schrotflinten, Hannes, da. Verdammt. Und da ist der nächste. Richtig. Da. Der kriegt eine Granate. Hm. Okay, da geht's weiter. Okay. Als allererstes immer auf die Leute mit den Laser-Erfassungs- Visieren Dingsbums da schießen, weil die sind echt gefährlich. Wenn die einen erwischen, dann ist Ende im Gelände. Okay, Munition einsammeln, ganz wichtig. Wenn ich gerade relativ munitionssparend geschossen habe, ich habe ganz viel relativ schnell getötet, mit wenig Schüssen. Aber hier alles einsammeln, was es gibt. Liegt hier noch was rum? Ah, das Gewehr ist leer. Mist. Einmal Gewehr. Was haben wir hier Schönes? SAS ist auch nicht schlecht. Die nehmen wir mal mit. Das ist so eine automatische Schrotflinte. SAS. SAS, was könnte das heißen? Wenn jemand von euch weiß, was SAS heißt, vielleicht haben wir ja einen Schusswaffenexperten unter unseren Zuschauern, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. SAS. Special Action irgendwas. Ah, hier müssen wir gar nicht lang. Da müssen wir lang. Und da kommen doch bestimmt wieder Leute. Das muss ich grad sagen. Tipp, den nehmen wir. Ach, alles klar, den nehmen wir doch mal an hier. Nach oben. Und Sprung.
Ich muss an dieser Stelle mal kurze Pause machen, da klingelt es nämlich gerade an der Tür. Bis gleich. So, da bin ich wieder. War der Postbote, der gerade geklingelt hat. So, ich habe ein Paket bekommen. Sehr schön. Okay, dann machen wir hier weiter. Hier müssen wir lang. Auftreten. Okay, jetzt muss ich eben gucken, wo ich lang muss. Das stimmt hier. Nee. Okay, Musik wird bedrohlich, aber ich weiß, dass hier jetzt nichts passiert. Hier lang? Wie gesagt, ein paar Mal habe ich schon gespielt, aber es ist relativ lang und auswendig weiß ich es nicht. Ich kann mir das nicht immer alles merken, wo ich lang muss. Vielleicht muss ich hier doch nicht lang. Ich muss später auf jeden Fall da lang. Muss ich jetzt hier durch? Nee. Hier ist die Lücke zu groß und ich sehe auch nichts zum dran festhalten. Dann gehe ich nochmal zurück. Dann müssen wir nämlich tatsächlich nach unten. Elena ist ja zurückgeblieben. Zurückgeblieben, das klingt aber böse. Sie blieb zurück und wartet jetzt. So, das wollte ich sagen. Elena ist zurückgeblieben. Ja, das war richtig. Ah ja, genau. Wir müssen auf die Fässer schießen, damit sie durch kann. Oh ne. Nicht schlecht. Danke. Okay. Tor öffnen. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Mach mal. Okay, ja. Lass jetzt los. Langsam! Ah, ich sagte langsam! So. Gott sei Dank hat er sich hier jetzt keinen Bandscheibenvorfall zugezogen. Nach der Torattacke. Okay, das stinkt nach Hinterhalt. Ja. Oh nein. Scharfschützengewehr, sehr schön. Oh, der nächste. Ah, daneben, Mist. Nochmal daneben. Der hat zumindest gesessen. Scheiße. Den Granatwerfer will ich haben. Damit puste ich euch weg, ihr Schweine. Oh, fuck, da ist noch ein Granatwerfer. Mist. Erholen, erholen, erholen. Ist das Elena? Nein, das ist ein Bad Guy. Zwei Bad Guys. Da ist er! Ist er tot? Ja. Okay. Das muss die Bibliothek sein. Dort drüben. Wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Okay, jetzt wechsle ich wieder zur M4. Müsste da eigentlich noch mehr sein hier an Munition.
Mhm. Warst du schon? Ne, da war ich ja schon. So, hier verliere ich auch regelmäßig den Überblick. Muss ich jetzt hier rein oder komme ich daher? Hier muss ich nicht hin. Ja, von da komme ich. Muss ich hier rein? Ich glaube nicht. Hier lang. Oder? Nee. Wie gesagt, da habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten. Jetzt hier sieht alles so gleich aus irgendwie. Okay, er hat gesagt, wir können nicht einfach durch den Haupteingang reinspazieren. Muss ich doch da lang? Habt etwas Geduld mit mir, ich find's schon noch raus. Auch falsch. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, dass es ein Weg ist, der irgendwie an so einem Aufgang an der Seite entlang führt. Ich glaube hier. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, das meinte ich. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ihr recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey! Da oben! Oh, Mist. Oh mein Sie Gott. Haben uns entdeckt. Wie wir gesehen haben, hat Sully versucht, sie mit Geschwafel abzulenken und bei Laune zu halten. Okay. Jetzt haarig. Jetzt werde ich von oben und von unten beschossen. So, einer schon mal weniger. Klar lohnt sich das. Das ist Sully, der da unten ist. Na los! Ho, 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 nicht! Der Sand Igel. Okay, damit versuche ich mal ein paar von der Platte zu putzen hier. Boah, die schlagen aber auch Haken manchmal. Oh, was mache ich denn hier? Kriegt der eine Granate? Der lebt noch, Mist. Oh, bis dann. Wieso wirft der die so weit nach links? Ich hätte doch viel weiter rechts gezielt. Zwei Granaten verschwendet hier, so ein Mist. Mindestens einer ist da noch. Aber wo? Da! Oh Mann, das wurde aber auch Zeit.
Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar? Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut, das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie auf Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Ja, da erwartet uns nämlich gleich ein Rätsel. Hm, vielleicht die Statuen. Ich fand, das war eine ganz coole Cutscene gerade. Ich kann auf der einen Seite Nathan verstehen und Elena, die sagen, sehr merkwürdig, dass du niedergeschossen wurdest und jetzt bist du hier mit Romans Leuten. Auf der anderen Seite hat Sully aber auch recht, wenn er sagt, Nathan hätte ja mal seinen Puls nehmen können, bevor er abhaut. Weil, wollte er wissen, dass Sully tatsächlich tot ist. So, hier haben wir so Figuren. Und wenn wir jetzt in Francis Drakes Tagebuch nachschauen, mit dem Einschussloch drin, sehr schön, sehen wir, dass die Matthew, John, Luke und Mark heißen. Und die müssen wir entsprechend an diesen Himmelsrichtungen da ausrichten. So, Matthew nach Norden, John nach Osten, Luke nach Süden und Mark nach Westen. So, fangen wir mal hier an. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich... Oh. Kleiner Bug. Und oh, der bringt mich auch noch um? Wie geht das denn? Das ist ja mal Quatsch. Naja, was soll's. Ich wollte eigentlich hier noch nach Munition suchen. Und was ja immer schwierig ist, wenn Cutscenes waren, werden die Munitionsreste von Schießereien eigentlich weggeräumt. Da ist noch was. Weggeräumt. Nee, keine Schrotflinte. Egal, wir lassen das jetzt einfach so. So, da haben wir den Löwen. Der Löwe ist Mark und Mark muss nach Westen gucken. So, und hier gibt es gleich ein okay. Kleines Problem. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der deutschen Version liegt oder... Weil es ist einmal ein E und ein O eingezeichnet. So, ein W nicht. So, und da E im Englischen für East und im... Was macht Elena denn da? Und im Spanischen für Este steht Este, glaube ich. Ich glaube, Este heißt Osten. Gehe ich einfach mal davon aus, dass das O für Westen steht. Ist ja auch Quatsch, oder? Machen wir einfach mal. Wir richten jetzt Mark nach dem zum O hin aus. Wenn es verkehrt ist, ändern wir es gleich. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das für ein Vieh ist hier.
So, das scheint Luke zu sein und Luke guckt nach Süden, da gibt es auch gar keinen Zweifel. Na, falsche Richtung. So, das ist Matthew und Matthew guckt nach Norden. Schau noch mal im Tagebuch. Hab ich doch. So, und der Vogel müsste dann ja nach Osten zeigen, richtig? John nach... Nee, Moment mal. Egal, wir versuchen es jetzt einfach. Ich glaube, nach Osten, dann jetzt zum E. Ja, alles richtig gemacht. Bingo. Wow. So, da hat sich ein Regal umgedreht. Ein Bücherregal, habe ich es richtig gesehen? Ein Bücher wahrscheinlich nicht, aber ein Regal. Hier geht's runter. Noch eine Bibliothek. Und jetzt? Okay, nächstes Rätsel. Diese Dinger können wir drehen. Moment, das kenne ich doch. Jetzt können wir wieder ins Buch gucken. Die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Die umgedrehte Flagge weist ins Land der Toten. So. Jetzt müssen wir nur gucken, ist gerade ein bisschen schwer zu erkennen hier. Ah, jetzt. Das Ding also nach unten mit der Flamme, nach unten. Okay, ich habe gerade Schwierigkeiten, das hier zu erkennen. Ist nämlich draußen relativ hell. Vielleicht bin ich jetzt auch schon dran vorbeigelaufen. Ah, hier ist noch was. Da tut sich was.